Quicktipp Nummer 28. Wie komme ich denn überhaupt auf gute Ideen? Das Ganze funktioniert sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden gleich. Mach dir zuerst mal Gedanken über deine Kontaktpunkte im Unternehmen. Wenn ich als potenzieller Mitarbeiter, als bestehender Mitarbeiter oder auch als Kunde mit deinem Unternehmen in Kontakt komme, gibt es da unterschiedliche Kontaktpunkte. Einer der ersten ist in den meisten Fällen die Homepage. Man guckt mal, man informiert sich mal. Und das geht dann immer so weiter durch beim Kunden bis zum Abschlussgeschenk, bis zur Abnahme, was auch immer ihr da so macht. Und beim Mitarbeiter im allerbesten Fall, bis er in Rente geht. Und da dazwischen gibt es eine ganze Menge Kontaktpunkte. Und wenn du die mal identifiziert hast, dann kannst du dir zu diesen Punkten Gedanken machen. Und so kommst du auch auf Ideen, wenn du es wirklich mal strukturiert hast. Dann nimmst du dir diese Punkte vor und da gibt es eine ganze Menge Fragen, die man sich dazu stellen kann. Ich gebe dir mal ein, zwei mit. Also stell dir die Frage, was erwartet ein Mitarbeiter an dieser Stelle oder ein Kunde an dieser Stelle? Und wie kann ich seine Erwartung jetzt übertreffen? Erwartungen zu übertreffen ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass die Menschen etwas über dich erzählen. Also frage dich das an diesen Punkten. Wir hatten schon die Beispiele in den Videos, dass du also einem Auszubildenden ein Video schickst am Abend zuvor, dass du ihn gleich mal zum Essen einlädst nach dem ersten Tag. Das sind so Ideen. Und dafür musst du aber diese Punkte erstmal identifizieren. Viele wissen überhaupt nicht, wo sie überall Schnittstellen mit Mitarbeitern und mit Kunden haben. Der erste Tag, der Tag vor dem Urlaub, der Tag nach dem Urlaub und so weiter. Das musst du erstmal identifizieren und dann kommst du auch auf Ideen. Ansonsten, ja, stehst du einfach da und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also, mach dir Gedanken über die Kontaktpunkte in deinem Unternehmen und so kommst du dann auch auf Ideen.